Trend. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zum Vlog Portugal gegen Deutschland. Ja, heute die ersten drei Punkte. Ja, Freunde, wir sind jetzt gerade in München angekommen. Es ist gerade Freitag und morgen geht es zum Spiel Deutschland gegen Portugal. Wir sind jetzt hier gerade auf einem kleinen Grillfest. Der Bracho ist auch am Start hier. Was geht, Freunde? Wir schauen gerade noch nebenbei Tschechien gegen Croatien. Wir müssen die Kroaten gewinnen irgendwie. Gleich wird da hinten der Grill angeschmissen. Wir zeigen euch noch so ein bisschen hier tischtennismäßig was. Da hat der eine oder andere hier auch was drauf, ne? Habe ich gehört. Ja, es gibt jetzt hier einen kleinen entspannten Vlog, Leute. Morgen geht's zum Stadion. Hinten seht ihr auch schon das Feuer. Da seht ihr auch noch Janina. Hallo. Hi. Und ja, gucken wir mal. Ein bisschen entspannt nehmen wir euch hier mit auf die Reise. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben schon mal da. Und morgen geht's dann mit dem Auto zum Spiel, was ihr auch schon in der Fußball-Challenge davor gesehen habt. Wird auf jeden Fall nice werden. Und jetzt gönnen wir uns erstmal und dann seht ihr gleich noch schön ein bisschen leckeres Essen und sowas, wie ihr es von uns kennt, Leute. Also, let's go, wir starten rein. So, Grillmeister, was gibt's denn heute hier, hä? André dos Santos Alocos. Burger, die besten. Ah ja, die besten Burger angeblich. Und mit Holz, sogar mit Holzkohle heute, kein Gas. Ja, natürlich kein Gas, für Anfänger. Eieieiei, jetzt geht's langsam los hier. Die Burger sind schon mal ready. Schön auf Kohle. Wir gönnen uns jetzt hier, Leute. Und der Lappen spielt gerade Tischtennis. Der schreit doch gleich nach dem 1 gegen 1, Stefan. Eieiei. Jetzt gibt's einen Testen und Bewerten vom Burger hier von André Silva. Mal gucken. Auf jeden Fall sehr, sehr lecker aus. Hier drüben ist auf jeden Fall alles halal. Sehr lecker. Wir testen. Live-Geschmackstest? Komm, mach Live-Geschmackstest hier. Testen und bewerten. Ja, es knackt auf jeden Fall, das hört sich gut an. Aber schmeckt es denn auch gut, ist die Frage. Da wird ein Daumen gezeigt. Kommt alle nach München zu André, Michael Jordan. André, der Grillmeister. So, ladies and gentlemen, we're in the final. ATP, World Tournee. Erne, Ernesto gegen Tone. Beide sehr schlecht. Matchball oder was? Matchball, Wert? 10-8 für mich. Oh, Tone, zeig mal deinen Spin. This is so intense. Ui, einen hast du noch. Ein Matchball. Die Fans rasten komplett aus. Tono hat diesen Drill. Ja. Oh. Er will sich mit mir anlegen, Leute. Ihr wisst doch, Tischtennismeister. Komm ran. Jo. Jo. Ja, was ein Konter. 8-3, ich hab noch einen Matchball. Ein Schlag. Ein Matchball. Komm, einer geht. 8-3, komm. 8-4, du hast. Was ein Ballwechsel bei den Jungs. Ja. Okay, wie steht's? Gewonnen. Echt? Oh, Ernesto, Glückwunsch. So Leute, lass den Arm jetzt noch ausklingen, ein bisschen pfeifen. Guck mal, wer da ist, Massimoto. Was geht ab? Herzlich willkommen in München. Wir sind in München, alles full, Kaffee full. Was geht ab? Gerade der billige Tischtennisspieler. Ich hab gezogen. Wir haben jetzt hier einfach Sitzplatz bekommen. Wir sind 20 Leute hier, Trabajo am Start. Nina sitzt auch hier mit mir in der Ecke. Ja, wir gönnen uns jetzt noch eine leckere Pfeife, gucken noch ein bisschen England-Spiel hier. Morgen geht's ins Stadion weiter. So, wir laufen jetzt noch ein bisschen durch München durch, erkunden die Stadt. Auf jeden Fall sehr schön. Wir sind hier, wo sind wir hier, André? Erzähl mal ein bisschen. Leopoldstraße. Leopoldstraße. Viel los, Wochenende. Wir spazieren uns ein bisschen, lassen den Abend ausklingen. Morgen geht's ab ins Stadion. Wird nice. Abend ausklingen. Ach, das hab ich das schon zum dritten Mal gesagt heute, ne? Das sagst du Scheiße. Immer, aber noch gar nicht. Ja, irgendwas kommt immer noch dazu, Leute. Ja. Kennt ihr doch. Heute Abend ausklingen. Was machen wir denn noch? Den Abend ausklingen lassen. Ja, den Abend ausklingen lassen, Leute. Was geht hier ab, Alter? Alles full. Als ob hier gerade EM-Spiel war. Aber obwohl, morgen ist EM-Spiel, stimmt. Weißt du, was morgen hier los ist, Bruder? Bruder, hier ist alles full, Alter. Alles full. Alles full. Also München lebt auf jeden Fall, Leute. Wir sind hier am Spazieren. Ja, hier geht auf jeden Fall einiges ab. Guck mal hier, alles full. Guten Morgen. Neuer Tag ist angebrochen, Leute. Wir waren jetzt gerade hier beim Corona-Test. Wir müssen ja verschiedene Sachen machen. Wir müssen Corona-Test akkreditieren, Tickets abholen und ins Stadion. Also heute einiges vor. Einiges vor, Freunde. Aber dann später im Stadion geht's los. Ja, wir sitzen eigentlich ein bisschen weiter auseinander, ne? Ich sitze irgendwo ganz oben. Andy sitzt auf der anderen Seite ganz unten. Muss mal gucken, wie wir das dann machen. Irgendwie dribbeln, dass wir dann zusammensitzen können. Ja, wir sind auch, glaube ich, 2 Stunden bevor das Spiel anfängt im Stadion. Man hat noch so bestimmte Zeiten, wo man rein kann. Deshalb müssen wir uns heute dran halten. Aber ja, wir gehen jetzt erstmal noch was frühstücken, was essen und dann machen wir den restlichen Stuff. Let's go. Wir waren jetzt hier lecker essen gewesen, Leute. Ich habe euch das Essen nicht gezeigt, hier war zu viel Haramstufe Rot. Ne, Janina? Oh ja. Also Haramstufe Rot. Doppelrot war. Also Freunde, wenn ihr ein gutes Frühstück braucht, kommt vorbei. Freiheit München, ne?
Münchner Feier. Münchner Feier. Richtig gut. Ja, ich habe ein dickes Omelett gegessen. Ich bin jetzt auch satt. Wir müssen gleich noch die Tickets abholen, Leute. Und schauen wir mal, was da abgehen wird. Ey. So, Leute, wir zeigen euch natürlich auch mal kurz unser Zimmer. Man kommt rein. Kleine Küche hier, kleine Sitzecke. Und jetzt kommt das Geile. Wir haben einfach noch so eine Etage nach unten hier oben. So eine kleine Chill-Area, wo wir auf der Couch sitzen können, Fernseher schauen können. Und dann geht's auch direkt runter. Da haben wir nämlich einmal ein schönes Bett am Start. Da habe ich meine Sachen abgestellt. Und dann geht's hier nochmal unten rein in die Toilette. Also sehr gechilltes Zimmer auf jeden Fall. Und gleich geht's los ins Stadion. Let's go! Also Freunde, nicht mehr viele Minuten, dann geht's los ins Stadion. Wir sitzen schon im Auto, fahren gleich dahin. Und zwar im ID.4 von VW. Und wir sind den echt schon ein bisschen gefahren. Und ich muss sagen, der macht Laune. Ist leise, fährt schnell, gibt Gas. Und ist auf jeden Fall ein geiles Ding. Ihr habt ja vor ein paar Tagen schon eine Challenge gesehen. Das ist der voll elektronische SUV von VW. Und damit fahren wir jetzt gleich gemeinsam zum Spiel. Wir sind jetzt gerade noch das Auto hier am Aufladen. Ich zeige euch das mal kurz. Und zwar haben wir hier so ein, ja, sag ich mal, Stecker angesteckt, der dann da reinkommt. Dann laden wir das Auto auf und dann das fahren wir jetzt los. Ist gut für die Umwelt, Freunde. Let's go. So, let's go, Freunde. So. Alter, wir werden hier nass gespritzt, Mann. Normalerweise mache ich das. Kommt von allen Seiten, aufpassen. Ja, Leute, so langsam wird es hier voll. Also Feeling kommt auf jeden Fall auf. Was sagst du, wie geht das Spiel heute aus? Ich sage unentschieden, Leute, 1-1. 1-1. Also mein Tipp ist, Portugal hat immer sehr, sehr große Schwierigkeiten gehabt. Es geht ab, Jungs. Alles gut. Was geht, Jungs? Wollt ihr Hallo sagen, oder was? Malakos, was geht? Was geht? Bruder, seitdem wir 1 Million Abos haben, wir sind mit allen cool. Endlich kennen die uns. Endlich. Endlich. Der wohnt einfach bei mir um die Ecke in Düsseldorf. Ich hab jetzt erst rausgefunden. Guck mal, wie fame die sind. Hä? Was sagst du heute zum Spiel? Wie geht's aus? Ich hoffe tatsächlich irgendwie auf ein Unentschieden, weil mein Herz schlägt natürlich für Deutschland, aber auch für Cristiano Ronaldo. Möge der Bessere gewinnen. Ich sag 1-1. 1-1 war auch mein Tipp. War auch mein Tipp. 2-1 Deutschland. Hier, Trikot. Vergessen, leider. Ja, schauen wir mal, Leute, wie es ausgeht. Wir gehen jetzt auf jeden Fall zum Stadion. Wir kommen immer näher. Geile Stimmung. Let's go. Oh, Leute, was ist hier los, Alter? Okay, okay. Stefan. Darf ich jemanden grüßen? Ne? Grüß. Ich grüße Lindon. Hey. Willkommen, Conte. Ernesto. Ernesto. Komm mal her, Bruder. Wie geht's dir? Alles gut? Hallo, Ernest. Mein Gott, sieht man sich mal wieder, Alter. Oh, Leute, wie mächtig dieses Stadion aussieht. Und echt sehr, sehr geil. Sehr nice. Hier ist einiges los, Freunde. Wir haben gerade gefühlt 100 Abonnenten getroffen. Kleines Abonnententreffen, Gamescom hier gemacht. Sehr nice. Grüße gehen raus an alle, die am Start waren. Wir sind drin, Leute. Durch die Kontrolle. Wir haben es geschafft. Sind so viele Leute von euch am Start. Das ist krank. Sehr windig gerade hier, aber es tut auch mega gut gerade. Wir haben auch gerade schon die anderen Jungs alle getroffen. Wir stehen jetzt direkt vor der Arena. Gehen jetzt gleich auch rein. Zum Glück hat alles geklappt, Leute. Wir gehen jetzt rein, let's go. So, kommen wir hier haben. Einmal den Friede am Start. Wir sind so überfordert, ich höre. Bruder, hier geht's ab. Fotos ohne Ende. Hoher Besuch hier. Hoher Besuch. Die Jungs auch am Start hier. Willi, Eli, wie geht's euch? Zeig mir mein Handzeichen. Ein unglaublicher Film. Zeig mir mein Handzeichen. Ja, ja. Genau so, ja. Alles klar. Genau die Gänge. Ich bin's schon wieder. Leute, wir sind drin. Wir sind drin. Let's go. Wir zeigen euch mal kurz das Spielfeld, unsere Plätze hier. Eieieiei. Hier kann's gleich losgehen. Weiter da. Ja, stimmt, stimmt. So Leute, die Spieler sind schon da, machen sich warm. Drüben Portugal, Deutschland haben wir hier. Und die Aufstellungen werden jetzt gerade auch gezeigt. Wen haben wir denn hier am Start? Ne? Hola! Angie und Simon, ne? Wir Schweine. Schlawiner! Wie habt ihr euch denn hier hingedribbelt? Oder? Richtig schläft. Ihr wisst doch, wie es läuft. Was ist euer Tipp, Jungs? 2-1. 1-1. Bei mir auch 1-1. Nummer 2 bin ich auch nochmal. Nachdem Frankreich gechoked hat, wird jetzt rasiert. Wie viel haben die gespielt? 1-1. Wow. Ja. Okay, Leute, auf ein geiles Spiel, es geht los. Wir stehen jetzt alle, jetzt geht's los, Freunde, Alter. Jetzt geht die Zeremonie los. Cristiano! CR7 da vorne, einfach CR7, der steht da wie ein Terminator. Ja,
zeigen, aber Gameplay. Egal, wir stellen das klar später. Ja, ja, ihr werdet gleich unsere Fressen sehen, unsere Gesichter. Trau dich doch, Bruder! Trau dich doch! Oh nein! Oh, der ist da drin! Ecke! Guck mal, Bernardo Silva. Guck mal, wie Ronaldo in die Mitte zieht. Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! 1-0 Ronaldo! Ronaldo macht's wirklich, Digga! Ronaldo mit dem 1-0! Minute, Ronaldo 1-0. Ein Konter, direkt Tor. Guck dir den an, Portugal macht Tor, er zieht Rekord 3 Figur. Die ganze was Zeit hat sich an, oder? Redest du? Hast du? Ich hab das gerade umgezogen. Die ganze Zeit hat sich an, ja, ja, ja. Okay. Freistoß. Übers Tor, Freistoß Portugal, 28. Minute. Hey! Oh! Zu nah an den Torwart reingebracht für mich. Havertz. 1-1, Leute. 35. Minute. Taube! Zweiter Ball! Oh! Yeah! Havertz, Junge! Starkes Spiel von dem Mann da, ganz starkes Spiel. Was? Anschlusstreffer Portugal. Der hat's gemacht, Mann. Ronaldo Vorlage und ich glaube, ja. Jota, Jota. 24 Minuten noch, wird's nochmal spannend. 24 Minuten, Mann. Ich glaube nicht. Man hat nichts gehört, wo das Tor gefallen ist. Die letzten 15 Minuten haben angefangen, Leute. Steht 4-2. Portugal hat nochmal eine andere Chance gehabt, aber das werden sie, glaube ich, nicht mehr aus der Hand gehen lassen. Deutschland spielt souverän, hat jetzt viel Ballbesitz. Aber es bleibt spannend. Es bleibt spannend, Leute. Oder was hat Renato Sanchez da gerade für einen Schuss rausgeballert, Alter? 500 km/h an den Pfosten. Bruder, was war das für ein Schuss? Damit hat keiner gerechnet. Ja, ja. Ich hab gedacht, der flankt jetzt rein oder so. Kommt da so ein Strahl? 82. Minute, Goretzka! Oh, was geiles Son, Leon. Wie der rennt, wie der. Ach du Scheiße! Das sind wichtige drei Punkte und ich hab gesagt, wir können gegen Portugal. 4-2, Leute, sehr geiles Spiel. Sonst jedes Spiel bei der EM, 1-2 Tore. Hier einfach mal 6 Tore gesehen. Geiles Game, Freunde. War eine geile Atmosphäre, Alter. Wir hatten super Plätze gehabt und ja, was soll man mehr sagen? Wir haben Spaß gehabt, wir haben es genossen. Let's go. So, aus dem Stadion raus.
YouTuber. Ja? Wir sind raus, Leute. Allianz Arena. Ich bin kein YouTuber. Moinsen, was geht? Servus, geht. Geiles Spiel gewesen, Leute. Jetzt genießen wir noch den Sonnenuntergang. Lassen den Abend ausklingen. Ne? Ganz wichtig. Nicht alkoholfrei, ja. Der Abend wird ausgeklingt. Geklungen? Geklungen, mein Gott. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ja, war sehr nice. Danke auf jeden Fall auch nochmal an VW fürs Einladen. Also sehr geil. Und jetzt werden wir uns schön das Bäuchlein vollstopfen. Oh, werdet ihr gleich Steak. Sehen. Es wird noch Steak geben. Wenn das nicht kommt, bin ich sauer, Alter. Let's go. Guck mal hier. Wir sind jetzt auf gutem Weg. Wir haben so viele Leute von euch getroffen. Was war das? Wie Gamescom hier, ne? Ja, gefühlt wie Gamescom. Ja, mal gucken, ob wir jetzt ein Taxi finden hier, ne? Ja, wir müssen jetzt irgendwie hier wegkommen. Aber zum Glück sind nicht so viele Leute da. Das heißt, es müsste schneller gehen als sonst. Normalerweise musst du dann 2 Stunden warten, bis du hier drankommst. Jetzt nur eine. Ja, jetzt nur eine. Und dann, let's go. Also Freunde, das war's dann hier an dieser Stelle doch schon vom Vlog. Wir nehmen euch nicht mehr mit zum Essen, denn das Ganze muss jetzt hier hochgeladen werden. Das Video muss rechtzeitig kommen. War auf jeden Fall ein kranker, geiler Tag. Mal wieder so dieses Feeling im Stadion zu haben, so ein geiles Spiel, Ronaldo gesehen zu haben, der hat ein Tor gemacht, Deutschland hat gewonnen. Auf jeden Fall vielen Dank an VW an dieser Stelle für die geile Kooperation. Checkt gerne alles nochmal unten in der Beschreibung ab. Ja, wir verabschieden uns. Das war das geilste Spiel der EM bisher auf jeden Fall, Leute. Was sollen wir sagen? Wir gehen jetzt auf jeden Fall noch gleich was Leckeres essen, genießen den Abend. Lassen den Abend ausklingen, Freunde. Ja, das ist mein Wort. Lassen den Abend ausklingen. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Vielleicht kommt noch irgendwas mit Essen oder kam noch mit Handy. Lasst euch überraschen. Auf jeden Fall, wir verabschieden uns, Leute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Ciao. Eieieiei. Wir haben nur gesagt, heute geht's nochmal richtig ab. Schön hier im Steakhouse. Ja, hier gibt's das gleiche auch nochmal. Das ist nur die Vorspeise. Das Steak kommt gleich. Jungs, wir gönnen uns jetzt hier, oder? Eieieiei. So, wir gehen uns nochmal zum Abschied des Tages nach dem Spiel. Schönes, dickes Steak. Das Beste. Boah, da platzen die Gläser. Ja, das sieht super aus, meine. Jawohl, sogar mit Soundeffekten. Ja, sogar die Autos gehen durch. So, ihr dürft das natürlich auch nicht verpassen. So, wir müssen hier das Fleisch. Zack. Boah. Und dann brutzelt das schön hier in der Butter und allem möglichen, Leute. Und dann perfekt. Super weich. Baba.